Es ist Samstag, der 4. Juli 2015. Dies ist ein Interview für unser Politikblog und für die Sendung Macht und Menschenrechte auf Jungle Drum Radio. Es geht um Zentralbankgeld. Ich darf ganz herzlich begrüßen Herrn Professor Franz Hörmann aus Wien. Ja, hallo, herzlich willkommen. Danke, dass ich bei euch sein darf. Herr Professor Hörmann, auf welche Weise wird denn das Zentralbankgeld aufgebracht bzw. geschöpft, welches die Europäische Zentralbank für ihr 1000 Milliarden Euro Programm verwendet, womit sie verbriefte Hypothekenforderungen kauft und auch Staatsanleihen? Ja, genau so wie bei den Geschäftsbanken auch, durch einen Buchungssatz. Allerdings bei den Zentralbanken nicht einfach nur durch Forderung an Verbindlichkeit, wie das die Geschäftsbank praktiziert, sondern in der Regel durch den Ankauf sogenannter Assets. Also die Zentralbank muss bestimmte Werte kaufen und dann ihre eigenen Schuldscheine verteilen. Ein solches Asset könnten Devisen, Immobilien, Edelmetalle, Wertpapiere und etc. sein. Aber wir sehen hier gleich Folgendes. Einerseits ist ja unser Geld ein Tauschmittel. Das heißt, es wird hier immer eine Leistung und eine Gegenleistung impliziert. Andererseits soll aber hier Geld geschöpft werden. Und das geht in Wirklichkeit mit dieser Art von Buchungssätzen nicht vernünftig, es sei denn, man übt eine Art Bereicherung aus. Denn das, was hier passiert, ist, die Zentralbank eignet sich Eigentum an anderen Werten an. Und die entscheidende Gretchenfrage ist jetzt zunächst mal, wer entscheidet denn über den Wert dieser Assets, die da gekauft werden? Nicht? Also wer ist maßgeblich dafür, mit welchem Wert die dann zu Buche stehen? Weil das ist dann der Gegenwert der Geldschöpfung, den die Zentralbank unternimmt. Und auf der anderen Seite, wenn die Zentralbank diese Devisen, Immobilien, Edelmetalle, Wertpapiere kauft, die entscheidende Frage, wem gehört denn dann die Zentralbank? Nicht? Denn die Zentralbank selber ist ja wieder nur eine anonyme Institution, die selbst wieder in einem Eigentum steht. Und es wäre hoch an der Zeit, wenn hier in hohem, hohem betraglichen Ausmaß sogenannte Werte angekauft werden, um Geld, also eigentlich Recheneinheiten zur Verfügung zu stellen, hier einmal durchzugreifen und die Frage zu stellen, wem gehört. Ja, wenn sie das Geld jetzt schöpft, um dieses Ankaufprogramm zu machen, mit welchem Buchungssatz wird das geschöpft? Aufforderung an Verbindlichkeit, wie beim Girard-Geld? Nein, Asset an Verbindlichkeit. Nicht? Also sie nimmt ja dann diese Vermögensgegenstände, zum Beispiel Devisen, Immobilien und so weiter, in die Bilanz auf. Und dann steht da drinnen eben Immobilie an Einlage, Zentralbankeinlage, und das ist dann der Schuldschein der Zentralbank, ja, der auf der Passivseite der Bilanz der Zentralbank steht. Es ist ebenfalls eine Bilanzverlängerung. Aber es entsteht eben das Eigentum an den gekauften Assets bei der Zentralbank. Und jetzt kann man sich natürlich auch ansehen, welche Assets das sind. Wenn es zum Beispiel Devisen sind, über Devisen Geld wieder von Geschäften. Ja, die dann teilweise wieder in den Kreditgeld-Luftbuchungen der Geschäftsbanken entstehen. Das heißt, wenn solche Devisen dann wieder als Auslöser und als Rechtfertigung und Grundlage der Schöpfung von Zentralbankgeld verwendet werden, dann haben wir ja auch wieder einen logischen Zirkelschluss. Ja, weil Geld niedrigerer Ordnung rechtfertigt dann die Schöpfung Geldes sozusagen höherer Ordnung. Und auch die Bewertung, was Immobilien eigentlich wert sind, unterliegt ja immer Marktpreisschwankungen. Wer bestimmt daher die Preise? Ja, lässt sich da die Zentralbank bewusst wieder auf Preisblasen ein, um Geld zu schöpfen? Wer entscheidet das? In Wirklichkeit die Eigentümer. Die Eigentümer der EZB scheinen ja die Notenbanken der Mitgliedsländer zu sein, die den Euro haben. Denn wenn die EZB Nachzahlungen braucht, müssen die Notenbanken der Mitgliedstaaten, also in Deutschland die Bundesbank, dafür gerade stehen. Ja, spannend. Da muss man aber noch weiter schauen, nicht? Wer sind dann dort wieder die Eigentümer? Eigentümer sind für mich immer natürliche Personen und keine Institutionen, nicht? Man kann dann wieder runtergehen auf die Geschäftsbanken, aber auch die stehen wieder im Eigentum. Wir müssen hier wirklich ans Ende der Kette schauen, um auf die einzelnen Personen einmal zuzugehen und zu sagen, welche Spiele treibt ihr hier? Wie in russischen Matrioschka-Puppen, ja, verschachtelt, immer wieder in neuen Hüllen. Um Geldschöpfungsprozesse durch verschiedene Ebenen zu verschleiern. Ja klar, wenn man immer weitergeht, manche
Staaten haben ja möglicherweise private Beteiligte an ihren Notenbanken und nicht unbedingt nur den Staat. Dann sieht man, wer dann von den Gewinnen der Notenbanken profitiert oder im Zweifel dafür einstehen muss. Richtig, richtig, genau. Dann sieht man die wahren Interessenslagen und wir sollten ehrlich so ehrlich sein, diese Interessenslagen einfach auf den Tisch zu legen. Denn es geht ja jetzt in letzter Konsequenz um das Wohl der gesamten Bevölkerung. Jetzt gibt es ja einmal den Buchungssatz, wenn man das Zentralbankgeld schöpft. Und dann gibt es aber, wird das Zentralbankgeld doch irgendwann auch wieder vernichtet. Genau wie Giralgeld. Bei Giralgeld war es ja umgekehrt. Statt Forderung an Verbindlichkeit, Verbindlichkeit an Forderung. Und wann verschwindet denn Zentralbankgeld wieder und wie bucht man das? Ja, theoretisch, wenn die Geschäftsbanken, die dann das Zentralbankgeld erhalten, es wieder an die Zentralbank zurückzahlen. Nicht? Aber es ist die Frage, ob die das dann in dieser Form tun oder ob sie es wieder als Einlage der Zentralbank zur Verfügung stellen, um von der Zentralbank dann dafür wieder Zinsen zu erhalten, beziehungsweise von der Sicherheit zu profitieren, dass das Geld im Wert erhalten bleibt, wenn es bei der Zentralbank hinterlegt ist. Aber das ist eine in Wahrheit ziemlich ungeklärte Problemlage, ja, wie das mit der Vernichtung und mit der Schöpfung dieser Gelder aussieht. Darum gibt es ja auch die vielen unterschiedlichen Ebenen der Geldmenge, M0 beispielsweise, ja, wo ja eben Zentralbankgeld involviert ist und auch die hinterlegten Mindestreserven etc. Aber das würde es in dem Fall gar nicht brauchen, wenn wir ein transparenteres System hätten. Also diese zwiebelschalige, schichtenartige Verschleierung der unterschiedlichen Gelddefinitionen und das Versteckspiel der wirklichen Interessenten und der wahren Eigentümer durch viele, viele Banklevels und Bankstrukturen hindurch erschwert ja heute auch die Verhandlungssituation, weil ja in Wirklichkeit immer nur Repräsentanten von Repräsentanten von Repräsentanten miteinander verhandeln und die eigentlich nicht die wirklichen Interessenslagen ihrer Auftraggeber kennen. Das ist, das glaube ich, eines der Hauptprobleme, das wir heute haben. Was ich noch versuche zu verstehen, ist diese Verbindlichkeit, die gebucht wird bei der Schaffung von Zentralbankgeld. Was ist das jetzt für eine Art von Verbindlichkeit und erfüllen damit die Banken gleichzeitig Einlageverpflichtungen bei der EZB? Ja, also diese Verbindlichkeit ist eine Verbindlichkeit der EZB selbst. Ja, das ist also eine Art Einlage, die sie selber schöpft. Aber das Interessante ist ja, dass es für diese Art von Buchungen auch auf der Ebene der Zentralbank keine wirklichen Rechtsvorschriften gibt. Es gibt nur in Artikel 8 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft die Erwähnung einer Satzung des europäischen Systems der Zentralbanken und der EZB selbst. Und wenn man sich diese Satzung näher ansieht, dann findet man darin nur sehr schwammige allgemeine Ziele, wie zum Beispiel geldpolitische Ziele, vor allem die Sicherung der Währungsstabilität, aber man findet keine wirklichen Buchungssätze. Die Buchungssätze unterliegen in Wahrheit einer schlichten Logik. Ich habe nur die Aktiv- und die Passivseite und da habe ich Umlauf- und Anlagevermögen und dann habe ich Eigen- und Fremdkapital. Und aus dieser simplen Buchungslogik und dieser simplen Klassifikation ergeben sich dann alle Buchungsmöglichkeiten, die denkbar sind. Die Bedeutung der Zuordnung selbst, aber auch die Auslöser und vor allem auch die Bewertung dieser Buchungen sind dann eine rechtliche Frage. Wir müssen also immer zwei Dinge trennen. Das eine ist die reine Buchungslogik, die ökonomisch und man kann sagen rechnungslegungstheoretisch abgesichert ist. Das ist, kann ich sagen, der einfache Teil. Wenn man also da die Bilanzseiten verstanden hat und weiß, was Eigen- und Fremdkapital ist und Anlage- und Umlaufvermögen, dann kommt man schon einigermaßen durch. Ja? Aber auf der anderen Seite stellt sich die Frage, welche Werte, welche Zahlen werden dann tatsächlich dort eingebucht? Ja? Und was bedeutet das dann aus rechtlicher Sicht? Und das sind Fragen, die juristische Dimensionen aufwerfen. Fällt jetzt ein Vergleich ein damit, wenn ich jetzt eine GmbH hätte und ich würde jetzt Gegenstände auf die GmbH übertragen, würde aber nicht das Festkapital dabei erhöhen, dann würde ich doch innerhalb der GmbH auf der Aktivseite dann die Aktiva buchen mit dem Wert, was ich meine, mit dem die zu bewerten sind und auf der Passivseite eine Kapitalrücklage. Ist das dann zum Beispiel? Das wäre in dem Fall dann, weil es eingebracht ist, auch ein Eigenkapital. Ja? Gar keine Frage. Auf die Art und Weise würde Eigenkapital entstehen, weil Sie ja der Eigentümer sind. Wenn Sie das allerdings jetzt in einem Verleihvorgang machen, dann hätten Sie Fremdkapital auf der Gegenseite. Nicht? Je nachdem, wie also der Rechtstitel aussieht. Und die Rechtstitel, das ist eine Frage dann des Bankenrechts. Und das ist leider Gottes auf der Ebene der Zentralbank nur allgemein schwammig formuliert. Die Anlassfälle, wie dann die Zentralbanken für welchen Zweck den Geschäftsbanken Geld
zur Verfügung stellen, die sind dann politisch motiviert und entziehen sich damit einer eindeutigen rechtlichen Zuordnung. Und das ist eines der Hauptprobleme, das wir heute haben. Das ist die viel gepriesene Freiheit der Zentralbanken von der Politik. Und man muss sagen, nicht von der Politik, sondern eigentlich von der Gesetzgebung, leider Gottes. Ja. Und ist das jetzt eine Verbindlichkeit der Zentralbank, wie ich das richtig verstanden habe, kein Kapital? Naja, wenn Sie es als Geld in Umlauf bringen, ja, als Dichteinlage, dann ist es eine Verbindlichkeit. Im anderen Fall wäre es ein gedruckter Geldschein, dann müsste es als Geldschein zur Verfügung gestellt werden, dann wäre es wieder Eigenkapital. Aber Sie sehen sofort, wo die Problematik liegt. Ja. In unserem heutigen Schuldgeldsystem ist ja jedes Zahlungsmittel an sich ein Schuldschein. Also kann in Wirklichkeit auch auf Zentralbankebene Geld in Wahrheit nur als Schuldschein entstehen. Daher müsste es eigentlich Fremdkapital sein. In dem Moment, wo aber jetzt würde die Zentralbank tatsächlich auf der Gegenseite ihr Eigenkapital erschaffen, musste man ganz offen sagen, mit welcher Rechtsgrundlage macht sie das? Das könnte sie in Wirklichkeit nur auf der Grundlage eines Handelsrechts machen. Ja? Und wo haben wir eine handelsrechtliche Norm, die einer Zentralbank die Regeln vorgibt, ja, wie sie zu ihrem Eigenkapital kommt und wie nicht? Und das sind genau die Punkte, wo uns heute die Rechtsgrundlagen in Wirklichkeit, die vernünftigen, einsehbaren, transparenten Rechtsgrundlagen fehlen. Ja. Und deswegen kann man auch solche Dinge wie einen europäischen Stabilitätsmechanismus und solche Institutionen rein politisch schaffen, weil dafür rechtlich keine eindeutigen Rahmenbedingungen etabliert sind. Also jede Einigung, die hier ein paar Bankeigentümer miteinander schließen, können sie sofort in ein gesetzesähnliches Konstrukt formulieren, weil es nämlich keine Rahmenbedingungen gibt, keine übergeordneten, beispielsweise verfassungsrechtlichen Normen, die einer Zentralbank den Rahmen setzen. Und das wird ja wieder politisch argumentiert, dass man sagt, die Zentralbanken sollen unabhängig sein von der Politik. Tatsächlich sind sie aber nicht von der Politik, sondern sie von dem Verfassungsrecht und von den Rechtsgrundlagen haben sie sich verselbstständigt. Sie können in Wirklichkeit sagen, ob ich eine Schuld eingehe oder ob das mein Eigentum ist, das entscheide nur ich selbst. Und das ist etwas, was in einer normalen Rechtsordnung so nicht sein sollte. Jetzt gibt es ja viele Menschen, die sich, wenn sie diese Zahl hören, 1000 Milliarden, die die EZB verwendet für das Aufkaufprogramm, fürchten vor einer Inflation von bis zu 1000 Milliarden. Andererseits heißt es doch auch, dass Zentralbankgeld jetzt nicht in den normalen Geldkreislauf kommt, in der Realwirtschaft. Was ist da Ihre Auffassung dazu? Stimmt das, dass das Zentralbankgeld nicht in den allgemeinen Geldkreislauf kommt, also von der Realwirtschaft, und wie ist die Inflationsgefahr? Das ist wunderschön formuliert, nicht, dass Sie nach meiner Auffassung fragen. Das ist nämlich, da können Sie viele verschiedene Fachleute befragen und jeder kann Ihnen in Wirklichkeit nur mit einer Auffassung dienen. Ganz ähnlich wie auch bei diesen fehlenden Rechtsgrundlagen der Zentralbanken. Tatsache ist, wenn wirklich nur die Zentralbank das Geld schöpft und wenn die Zentralbank wieder nur dieses Geld den Geschäftsbanken zur Verfügung stellt, und es passiert nur bis dorthin, die Geschäftsbanken haben dann sogenannte Liquidität, ja, es ist aber noch nicht entschieden, wofür sie die verwenden, ja, dann ist bis zu diesem Zeitpunkt natürlich keine Inflation entstanden, weil hier auch keine Nachfrage an einem Markt involviert war und damit auch die Preise sich nicht entsprechend verändert haben. Ja, das ist ganz klar. Was jetzt aber die Geschäftsbank damit macht, mit dieser Liquidität, ob sie damit auf Märkten preisbeeinflussend auftritt, oder das zum Beispiel wieder bei der EZB oder sonst irgendwo veranlagt, wo eben realwirtschaftliche Preise zum Beispiel gar nicht berührt werden, ja, das ist eine nachgelagerte Frage. Tatsächlich ist es eine Frage, ob Liquidität in Form von Nachfrage auf einem bestimmten Markt auftritt, dann kann dort ein Preis steigen und dann kann Inflation entstehen. Das ist keine Frage. Nicht? Daher ist es nie eine Frage der ausgedehnten Geldmenge, ob Inflation entsteht, sondern es ist im konkreten Fall immer zu sagen, welcher Preis wird durch welche Nachfrage beeinflusst. Und nur dann kann man, und auch wieder nur auf diesem Markt, ja, wo sich die Nachfrage liquiditätsmäßig erhöht von steigenden Preisen und damit von Inflation ausgehen. Inflation jetzt querflächig durch die ganze Bevölkerung oder den ganzen Euroraum gerechnet, halte ich daher auch wirklich, muss man ehrlich sagen,
sagen, eine ziemlich aussagelose Zahl. Da ist es mir wesentlich wichtiger, statistisch genau zu verfolgen, wie beim Supermarkt an der nächsten Ecke die Preise sich entwickeln oder sagen wir in einem Bundesland. Ja, das hat alles noch bei realen Gütern und Dienstleistungen wesentlich mehr mit der Wirklichkeit zu tun als statistische Kenngrößen in aggregierter Form über den ganzen Euroraum beispielsweise. Jetzt gibt es bei den Verträgen EFSF und ESM, also der dritte und der vierte Mechanismus mit der Troika, die Möglichkeit, dass dort Staaten sich Kredite nehmen, um das Geld zu investieren für die Rekapitalisierung von Banken, also dafür Kapitalerhöhung, wo die Staaten Anteile an den Banken haben. Aber andererseits könnte doch auch die EZB den Banken helfen, genau das, was sie jetzt tut, und denen ihre wackeligen Kreditforderungen mit Zentralbankgeld abkaufen. Da stellt sich die Frage, warum hat man solche Vorschriften geschaffen, wenn doch die EZB den Banken direkt helfen kann? Naja, das ist diese Frage lässt sich relativ einfach beantworten. Nicht? Denn jede Verleihe geschöpften Geldes, also jeder Buchungsvorgang, wo der Empfänger, also der dann über das neue Giroguthaben verfügen kann, glaubt, er habe hier etwas geliehen erhalten, der ist dann in einer gefühlten psychologischen und auch rechtlichen Abhängigkeit vom Geldschöpfer bzw. Geldverleiher. Und diese gefühlte Abhängigkeit führt dazu, dass auch die Politiker, die sich dann unter so einen ESM-Schirm begeben, an der kurzen Leine liegen. Das heißt, an und für sich könnten ja diese Politiker, die nationalen Landespolitiker, jederzeit durch ihre eigene, vor allem verfassungsrechtliche Gesetzgebung, die Regeln der Geldschöpfung overrulen. Ja. Auch was die EZB macht, müssten sich in Wirklichkeit die Nationen, die einzelnen Länder nicht gefallen lassen. Die regionalen Nationalbanken könnten jederzeit auf die Idee kommen, beispielsweise rein buchungstechnisch sämtliche Geschäftsbanken zu retten. Und das könnte man sofort in jedem Nationalstaat einfach, indem bei Kreditausfällen auch parallel auf der Bilanzebene die Sichteinlagen aufgelöst werden als Ertrag, genauso wie die Forderungen, die ausfallenden Kreditforderungen als Aufwand ausgebucht werden. Dann steht dem Aufwand ein gleich hoher Ertrag gegenüber. Ja, das ist daher für die Geschäftsbank erfolgsneutral. Und gleichzeitig wird eine Rücklage zur Umlaufsicherung eingestellt. Dann bleibt nämlich das Giralgeld auch in Umlauf. Das heißt, es handelt sich um den berühmten Debt Equity Swap, also um einen Tausch von Fremdkapital gegen Eigenkapital anlässlich von Kreditausfällen. Das könnte in einem Staat sofort als Gesetz eingeführt werden. Dafür braucht man 2-3 Sätze, ja, in einem Bankwesengesetz, dass es funktioniert. Dieses neue Eigentum an der Bank wäre staatliches Eigentum, öffentlich-rechtliches Eigentum. Damit wären die Regierungen als Volksvertreter an diesen Geschäftsbanken mitbeteiligt über diese Umlaufsicherungsrücklage und könnten damit über das bedingungslose Grundeinkommen und andere Dinge in der Bank mitregieren. Ja. Das wäre ein ganz wesentlicher Schritt in Richtung Freiheit. Und genau damit die Politiker auf diese Ideen gar nicht kommen und sich gefühlt in einer starken Abhängigkeit von einem vorgetäuschten Geldgeber, der ja wieder nur über Buchungstechnik verfügt, nämlich in dem Fall den ESM verfügt, ja, genau dafür sind diese stringenten Regeln eingeführt worden, vor allem auch die Regeln, dass innerhalb weniger Tage irrsinnig hohe Zahlungen an den ESM gefordert werden können, denn das erzeugt psychologischen Druck. Die Politiker wissen, das wird schwierig, wenn es denn überhaupt machbar ist. Und damit stehen sie unter psychologischem Druck, ja, durch die anonymen Fädenzieher hinter den Kulissen des ESM. Und das ist der wahre Grund, warum das also so installiert wurde. Also um den Staaten Auflagen zu machen, was man nicht könnte, wenn den Banken direkt geholfen wird. So ist es, richtig. Denn wenn die lokalen Politiker, die Politiker der Nationalstaaten mit ihren regionalen Zentralbanken, mit den Nationalbanken, die Banken in diesem Muster, die Geschäftsbanken selbst retten würden, dann wären sie ja von Brüssel und dann wären sie auch von der Europäischen Zentralbank unabhängig, gefühlt unabhängig und könnten auch ihre eigene Geld- und Währungspolitik verfolgen. Und genau das sollte ja nicht zugelassen werden. Das ist ja auch das tiefere Grund, warum der Euro eingeführt wurde. Muss die EZB Forderungsausfälle, die hat ja jetzt ganz viele Forderungen aufgekauft, ja, als Aufwand verbuchen, wie andere bilanzierende Unternehmen auch, oder kann die das beliebig in die Zukunft verschieben?
da sind wir jetzt wieder genau am Punkt. Das ist die Frage, in welcher Rechtsform sie agiert. Ja. Wann zum Beispiel ein Insolvenzkriterium gegeben wäre, ja, an und für sich müsste sie, ist selbstverständlich. Ja. Natürlich kann man je nach Bilanzierungsnorm, kann man Aufwendungen auch in die Zukunft verlagern. Gar keine Frage. Ja. Man kann Rechnungsabgrenzungsposten einführen und Ähnliches. Diese Dinge sind beliebig verschiebbar, da gibt es keine eindeutigen Regeln. Und genau das ist jetzt der Punkt. Solange wir hier keine eindeutigen Bilanzierungsregeln haben, wo wir insbesondere auch ein Insolvenzkriterium für eine Zentralbank formulieren können, hat das Ganze natürlich keinen Sinn. Wir müssen politisch tiefer gehen. Ja, rechtstheoretisch auch die Frage stellen, welchen Rechtsnormen untersteht eigentlich eine Zentralbank? Nicht? Handelsrecht hat ja nur dann eine Berechtigung, wenn verschiedene Händler, die Handel treiben, rechtlich alle auf einer Ebene stehen. Nicht? Die stehen sich also auf Augenhöhe gegenüber und weil sie einander auf Augenebene, auf Augenhöhe gegenüberstehen, brauchen sie eine eindeutige Rechtsnorm, damit in Interessenskonfliktsituationen hier auch vernünftig und gerecht entschieden werden kann. Die Frage ist, wem steht eine Europäische Zentralbank beispielsweise in Augenhöhe gegenüber? Gibt es überhaupt eine Institution, die quasi auf Augenhöhe mit der EZB Geschäfte tätigen kann? Falls ja, dann wäre ein eigenes Handelsrecht, eine Norm, ja, eine übergeordnete Norm für die Geschäfte der EZB notwendig. Falls nein, ja sowieso nicht, aber dann ist die EZB eigentlich ein Machtgebilde und nicht Bestandteil eines allgemein anerkannten handelsrechtlichen Systems. Ich kenne es jetzt bei Insolvenz im privatrechtlichen Raum so, dass es da zwei Möglichkeiten gibt. Einmal von der Liquidität her, dass man einen gewissen Zeitraum die Schulden überfällig hat und dass dann einer der Gläubiger dann für einen Insolvenzantrag stellt, beziehungsweise man das selber tun muss, um nicht wegen Insolvenzverschleppung möglicherweise sogar bestraft zu werden. Und das andere Kriterium, das ist wahrscheinlich das Schwierigere, dass man überschuldet ist, aber nicht gemessen an Buchwerten, sondern an Verkehrswerten. Und über Verkehrswerte kann man sich wieder streiten, wenn das der Fall ist. Ja, man kann sich in Wirklichkeit über alle Werte streiten. Aber jetzt sind wir genau am Punkt. Das, was Sie hier erwähnen, also die Unterscheidung zwischen einer Vermögens- und Schuldenübersicht, ja, einer Überschuldung oder einer Unterliquidität, eines Liquiditätsengpasses, das gibt es ja in Wirklichkeit schon bei den normalen Geschäftsbanken nicht. Geschäftsbanken können nie in Liquiditätsschwierigkeiten kommen, solange sie noch die Möglichkeit der eigenen Geldschöpfung der Kreditvergabe haben. Und weil dieses Buch für Sie, das Sie da schöpfen, in Wirklichkeit eine Verbindlichkeit ist, ja, gibt es für die Geschäftsbanken auch nicht so etwas wie Liquidität, sondern es gibt nur einen Geldschöpfungsspielraum, der aber wieder auf der Bewertungsgrundlage Vermögen versus Schulden beruht, also auf einem Überschuldungskriterium und nicht auf Liquidität. Der Begriff Liquidität existiert nur bei realwirtschaftlichen Unternehmern. Ja, bei Banken gibt es nur Bilanz- und Überschuldungskriterien. Das, was dort Liquidität genannt wird, ist eigentlich ein fälschlicher Begriff. Ja, der ist eigentlich eine Enttäuschung. Den dürfte man gar nicht verwenden. Nicht? Und jetzt kommt dann eben die nächste Frage. Die nächste Frage ist, wie sieht es bei einer Zentralbank aus? Kann eine Zentralbank dort überhaupt noch überschuldet sein? Macht eine Überschuldung bei der Zentralbank Sinn? Würde es theoretisch schon, wenn wir genau hinschauen und definieren, was ist denn bei der Zentralbank dann das Eigenkapital? Und dann kommt sofort der nächste Punkt und wer haftet dafür und wer ist der Eigentümer? Und wie wird durchgegriffen bis ans letzte Ende der Kette? Ja, denn nur das ist ja das, was im normalen Handelsrecht in Wirklichkeit Sicherheit gibt. Ja, wenn ich weiß, wem gehört eine GmbH, wem gehört eine Aktiengesellschaft, ja, wer ist da in Wirklichkeit dafür verantwortlich, wenn da zum Beispiel nur ein Treuhänder dahinter steht und der hält das wieder für einen Treuhänder und irgendwann weiß der dann nicht mehr, wen er eigentlich vertritt, ja, dann sehen wir, dass das Ganze ein völliger Unsinn ist. Ja. Und das ist eben genau die Situation, in der wir im Bankenbereich leider Gottes immer wieder landen. Ja, jetzt, was man vielleicht auch erwähnen sollte, ist, dass es beim ISM auch ein Staateninsolvenzverfahren gibt. Und wenn Staaten sich da Kredit nehmen, dass sie dann mehr Druck als bei den anderen Mechanismen bei der Troika bekommen, auch Daseinsvorsorge, Hoheitliches, alles, was sie noch haben, zu privatisieren. Die anderen Mechanismen haben so ein Staateninsolvenzverfahren mit der Troika. Zum Schützen. Staateninsolvenz, das finde ich sowas von absurd. Das kann es überhaupt nicht geben. Ja, das kann es nicht geben. Und zwar aus zwei Gründen kann es das nicht geben. Erstens, gehen wir mal davon aus, ein Staat wäre ein öffentlich-rechtliches Gebilde.
Wenn der Staat ein öffentlich-rechtliches Gebilde ist, dann ist er auch der Gesetzgeber. Ja, dann hat er unter anderem ja auch die Macht der Gesetzgebung. Und der Gesetzgeber kann sich nicht selber in Insolvenz begeben. Nicht, denn Insolvenz ist ja ein Gesetz, das der Gesetzgeber selbst erlassen hat. Ja, und damit wäre das eine Verwechslung der Rechtsebenen. Das ist ja, wäre ja absurd. Ich kann ja nicht selbst der Normenerschaffer sein und mich dann unter diese Norm, die ich selbst erschaffen habe, wieder drunter stellen und sie auf mich selber anwenden. Geht alles nicht. Ja. Also Staaten, wenn sie Gesetzgeber sind oder wären, ist ja zu hinterfragen, wer wirklich die Gesetze erlässt, das ist der nächste Punkt, aber wenn es öffentlich-rechtliche Gebilde wären, die selbst für die Gesetze verantwortlich sind, dann können sie unter solche auch nicht fallen, weil ein Staat ist kein Kaufmann. Ja. Also Insolvenz gibt es nur für Kaufleute ja, oder Private, und weder der Staat ist weder ein Privatmann noch ist ein Kaufmann. Ja. So, jetzt kommt aber die zweite Frage. Nehmen wir mal an, die Staaten wären Kaufleute. Nehmen wir mal an, die Republik Österreich wäre nur eine Corporation, ja, in einem amerikanischen Handelsregister eingetragen, oder die BRD wäre nur eine Finanzierungs GmbH mit einer Geschäftsführung und einer UID-Nummer. Nehmen wir mal diesen Fall an. Dann ist die Frage, wer hat dann überhaupt die Gesetze geschrieben und welche Gültigkeit haben sie? Und wenn wir uns dann auf die Ebene der Steuerzahler begeben, dann würde ich sofort die Frage stellen, wann habe ich jemals einen Vertrag unterschrieben, um Steuern zu zahlen und in welcher Höhe? Und wenn ich mich nicht erinnern kann, einen Vertrag unterschrieben zu haben, um Steuern zu zahlen, dann macht mir der ganze Rest auch keine Sorgen mehr, weil dann ist das alles einfach nicht gültig, weil einfach Handelsfirmen keine Gesetze erlassen können, die andere, Dritte, die keine Verträge unterschrieben haben, binden können. Und schon ist der ganze Knoten gelöst. Es ist in Wirklichkeit ganz einfach. Ja. Ich habe das deshalb auch angesprochen, denn laut einem Bericht des Focus hat die griechische Regierung 27 Milliarden Schulden gegenüber der EZB zurückzahlen und dafür einen Kredit beim ESM aufnehmen, also praktisch mit Risiko ins Staatsinsolvenzverfahren zu kommen. Und da stellt sich die Frage, warum machen die das? Warum lassen die bitten die nicht die EZB den Kredit zu stunden oder das mit Zentralbankgeld auszugleichen? Ja, das ist genau der Punkt. Der ESM ist ja eine Machtmaschine, wo die Vertreter nach Artikel 34 komplett allen Sanktionen entzogen sind und einer Schweigepflicht unterstehen und so weiter. Gibt es eine schöne Website auf de.metapedia.org, ja, im Wiki ESM, einfach mal sich schlau machen, ja, was das eigentlich bedeutet. Und das ist eindeutig ein nicht demokratisches Gesetz. Ja, das, was hier eingeführt worden ist, ist also eine Verschleierung und eine Vortäuschung höchsten Ausmaßes. Und spätestens da, aber alles spätestens da, muss man einfach erkennen, dass auch die anderen Gesetze bis hin zur Steuerpflicht in Wirklichkeit nur Vortäuschungen sind und sich kein Bürger und keine Bürgerin jemals an irgend so etwas gebunden fühlen müssen, wenn sie sich informieren, wenn sie sich schlau machen. Also jeder, das ist vor allem die ganze Freeman-Bewegung, nicht? Das sind jetzt die naturrechtlichen Bewegungen, das ist das Common Law, International Common Law, das jetzt immer mehr um sich greift, das sind alternative Rechtssysteme, die jetzt immer mehr etabliert werden auch, damit endlich die Menschen auf Augenhöhe untereinander und miteinander die Verträge schließen können, die sie wirklich schließen wollen. Nicht altrömische schuldrechtliche Verträge oder sachenrechtliche, sondern menschenrechtliche Verträge. Nicht? Also ein Rechtssystem, das dem Menschen, der menschlichen Natur und auch dem Leben, der Ökologie und dem Planeten und der Erde entspricht. Das ist eben das, was wir bisher eigentlich, kann man sagen, über gut zwei Jahrtausende nicht wirklich hatten. Nicht? Abgesehen von manchen Kulturräumen, wie zum Beispiel den Native Indian, ja, oder ähnlichen Inselbewohnern, ja, oder Urwaldvölkern, die da teilweise viel natürlichere und vernünftiger nach gerechtere Regelungen in Anwendung hatten und dann natürlich von Kolonisatoren und Konquistadoren unterworfen und teilweise ausgerottet wurden. Also das ist ja genau der Punkt, wo man sagen muss, das Handelsrecht ist ein Beraubungsrecht, ist ein Unterwerfungs- und damit in letzter Konsequenz ein Kriegsrecht, das wir leider Gottes versteckt in der Form der sogenannten Demokratie weltweit etabliert haben. Das ist der Zustand, unter dem wir momentan leiden. Und, naja, ich verstehe, wenn Staaten nicht das tun, wofür man, was ihre Berechtigungsgrundlage ist, ja, dass dann Leute versuchen, wie soll ich sagen, Schutz im Common Law zu finden. Das kann ich durchaus verstehen, dass Staaten auch dem nachkommen müssen, was ihre Berechtigung ist, dass wir überhaupt Staaten haben. Naja, jetzt ist natürlich die Frage von der Assoziationskette,
her. Ich hatte mich ja gewundert darüber, dass Griechenland einen Kredit beim ESM aufnimmt mit allen Risiken, mit allen strengen Auflagen, mit also Risikostaaten, Insolvenzverfahren, um Schulden bei der EZB zurückzuzahlen. Und ich frage mich, ob die EZB da nicht mit Zentralbankgeld helfen könnte oder indem sie das stundet, wenn sie es ja vorher also, bitte. Ich sage es jetzt ganz offen, die EZB könnte rein buchungstechnisch und rechtlich jederzeit helfen, will aber nicht. Es könnte auch die griechische Nationalbank aus eigenem jederzeit, ja, also wenn die Griechen einfach ein Gesetz beschließen würden, um über die griechische Nationalbank ihre eigenen Banken zu refinanzieren, dann wären sie so feldvorfahrt aus dem Problem draußen. Das Problem ist allerdings nur, dass es dann alle anderen Regierungen und Staaten sehen würden. Sie hätten dann eine Beispielwirkung und damit wäre die zentrale Geldmacht der EZB gebrochen. Ja, damit würde man nämlich sehen, dass die Bewertung und die Geldschöpfung auch innerhalb jeder kleinsten Gemeinschaft sofort funktionieren kann, wenn man im Austausch mit den anderen Gemeinschaften faire und transparente Regeln anwendet. Und das ist heute durchaus möglich. Auf solche Regeln kann man sich jederzeit verständigen. Nur das ist dann ein dezentrales System und damit liegen die Fäden der Macht nicht mehr an den wesentlichen Punkten, an denen sie heute liegen. Das ist interessant. Nach den Verträgen der EU, da hat die EZB ja auch die ganze Macht über die Geldpolitik. Wenn die Staaten Euro haben, nicht nur Geldpolitik, was den Euro angeht, da muss man andere Rechtsgrundlagen haben, um davon greifen zu können. Ja, genau, richtig. Also wenn man das aus der Machtperspektive sieht, dann erklärt sich alles viel schneller und einfacher, als wenn man da noch an bestimmte ökonomische Regeln glaubt. Das sind Glaubenssysteme, die vorgetäuscht werden und vorgeschützt werden als Kulisse, um hinter diesen Kulissen eigentlich Machtpolitik zu betreiben. Und die Machtpolitik besteht darin, dass man einfach an bestimmte Ressourcen und Naturschätze und ähnliches unter Marktpreis herankommen will und dabei in diesem Zug eben auch die Bevölkerung erpresst. Jetzt gibt es Zentralbankgeld ja nicht nur für dieses 1000 Milliarden Ankaufprogramm der EZB, sondern es wird ja auch normalerweise für andere Zwecke eingesetzt. Das ist ja eher was Außergewöhnliches, dass da bestimmten Staaten geholfen wird, die Zinsen auf ihre Staatsanleihen zu senken oder dass man Banken hilft, ihre wackeligen Forderungen abkauft. Wofür wird denn sonst Zentralbankgeld in größeren Mengen verwendet? Unter normalen insbesondere für solche Bankenrettungsprogramme oder die Rettungsprogramme von Staaten. Ja. Und da muss man sich dann immer genau ansehen, auf der einen Seite, gegen welches Eigentum, die sogenannten Sicherheiten, die dann der EZB übergeben werden müssen. Denn damit wird ja Eigentum in größtem Umfang verschoben. Ja, auf der einen Seite schauen dann alle und vor allem auch die Journalisten, die Medien und so weiter, die Öffentlichkeit, auf das Geld. Ja, also auf das, was zahlenmäßig hier an das Land übergeben wird, was aber völlig unbeachtet bleibt. Ja, das sind die Assets, das sind die wahren realwirtschaftlichen Werte, die im Gegenzug von der Bevölkerung, von diesem Staat dann an die EZB übergeben werden. Ja, also es ist ein einfaches Täuschungsmanöver. Man schaut auf die wertlosen Zahlen, die hier als Tauschmittel zur Verfügung gestellt werden und übersieht, dass werthaltige realwirtschaftliche Assets im Gegenzug geplündert werden. Das ist der Trick. Also ich gebe hier mehr oder weniger, ich habe eine Kulisse, auf der Zahlen oben stehen, ja, und alle schauen auf diese Kulisse, die ich vorschiebe und hinter der Kulisse beklaue ich dann die Leute und nehme ihnen das weg, was wirklich wertvoll ist und die Medien spielen mit und reden immer nur über die großen Hausnummern und sagen nicht, dass es hier um Ölvorräte geht, ja, oder um Erdgas oder um Gold oder andere Edelmetalle oder was auch immer, das als Sicherheit dann einfach abgegeben wird an die Zentralbank, die hier wieder nur die Kulisse ist für Eigentümer, die am hinteren Ende stehen. Ach so, das heißt, die Neben bekommen von den Staaten jetzt, also die übernehmen, so ist die EZB übernimmt nicht nur die Staatsanleihen praktisch, sondern die EZB verlangt auch entsprechend Sicherheiten dafür, wie zum Beispiel Edelmetalle, alles das, denn Staatsanleihen, ja, sind in Wirklichkeit nur wieder ein Schuldschein, wo man genau weiß, ja, irgendwann wird für den Schuldschein ein sogenannter realer Wert wieder fällig sein. Und da ja der griechische Staat, genauso wie kein Staat, der heute im Euroraum ist, noch selbst diese Zahlungsmittel herstellen kann, ja, kann am Ende immer nur ein realer Asset, also ein Ölvorkommen, ja, oder ich weiß nicht, Erdgas oder Edelmetalle oder was auch immer, was eben ein realer Wert ist, dann im Gegenzug wieder übergeben werden an die Geldschöpfer. Und das sind einfach ja, teilweise Geschäftsbanken, denen in Wirklichkeit die Zentralbanken gehören. Das heißt,
Es kann durchaus sein, dass die EZB dann diese realen Werte, die jetzt, die dann als Sicherheiten da sind, genauso einzieht, nur mit einem Unterschied, so dass sie nicht so drakonische Auflagen macht, wie wenn man sich beim ESM das Geld leiht. Wenn sie politisch gewillt wäre, das zu tun. Okay. Nicht? Denn es ist ja leider so, dass niemand die EZB dazu zwingen kann. Weil man hält ja diese Unabhängigkeit so hoch, dass die also frei entscheiden kann, aus merkwürdigen geldpolitischen Vorstellungen, die mit der Wirklichkeit nichts zu tun haben. Ja, das sind also wieder nur Scheinargumente. Aber in Wahrheit ist diese Form der Geldschöpfung immer ja, eine Beraubungspolitik. Leider Gottes. Ja. Und ich sage ja nicht eine Diebstahl, sondern eine Beraubung, weil da ist auch Gewalt im Spiel. Wenn man sich anschaut, wie also die Bevölkerung in Griechenland momentan leiden muss, dann tun die Geldschöpfer momentan der griechischen Bevölkerung Gewalt an. Ja, das ist ein Gewaltakt momentan, was hier passiert. Das muss man leider Gottes wirklich so sagen. Auch wenn das den Menschen, die jetzt hier eigentlich am hinteren Ende nur Buchungssätze ausführen, so gar nicht bewusst ist, umso schlimmer ist es das. Nicht? Umso schlimmer ist es, dass sie durch Buchungssätze, die ganz harmlos zu sein scheinen und nur große Zahlen beinhalten, am Ende der ganzen Aktionskette der Bevölkerung gegenüber Gewalt ausüben. Nicht? Das ist das Entsetzliche. Das eine ist ja diese Mechanismen mit der Troika, bei Griechenland jetzt Griechenlandhilfe, so sogenannte, das ist der erste Mechanismus mit der Troika, aber und EFSF, wo der Schuldenschnitt drüber lief, der dritte von diesen Mechanismen. Da haben die ja derartige Auflagen bekommen, die schlimmste soziale Schäden gemacht haben, auch richtig. Menschen konkret, da bis sie ihn gesundheitlich beschädigt haben. Und hier bei der EZB ist es ja insoweit menschlicher als sie, in einem Umfang, wie ich es mir bisher noch nicht angeschaut habe, dann wahrscheinlich Sicherheiten dafür geben. Aber das kann die Menschen höchstens arm machen. Direkt dadurch wird ja kein Mensch persönlich beschädigt. Ja. Das Land höchstens arm machen. Ja, ja. Aber natürlich, wenn das Land arm ist, dann hat es natürlich auch entsprechend geringere Entwicklungsperspektiven langfristig. Nicht? Also wir sehen die Kombination der Erschaffung eines Bewertungsmittels, ja, also dieser Zieleinheiten in einem Tauschvorgang führt in Wirklichkeit immer dazu, dass zwangsläufig eine Art der Beraubung stattfindet. Und deswegen ist die Schuldgeldschöpfung als solche nicht mehr tragbar. Das Schuldgeldsystem hat sich komplett überlebt, wir brauchen da etwas völlig anderes. Das sieht man an diesem Beispiel jetzt in Griechenland am schönsten. Ich würde gerne als nächstes gerne zu den Salden kommen. Ja. In einem früheren Interview hatten Sie, glaube ich, mal erläutert, dass die Banken, zwischen den Banken entstehen ja auch Salden, zum Beispiel wenn Überweisungen getätigt werden von einer Bank zur anderen. Und die Banken gleichen diese Salden dann erstmal untereinander aus, sofern jetzt zum Beispiel wenn von Bank A nach Bank B überwiesen wird, von Bank B nach Bank A, soweit sich das saldieren lässt. Und danach übertragen sie diese Salden, wenn ich das richtig verstanden habe, auf die EZB. Da wüsste ich gerne, wie oft geschieht das. Naja, wir haben einen Verrechnungskreis, einen Interbankenverrechnungskreis bei der Zentralbank selbst. Und dort wird, oder besser gesagt bei den Nationalbanken, ja, in den einzelnen Staaten im Euroraum, und dort führt jede Bank ein eigenes Konto und das geht über die Bankleitzahl. Und einmal am Tag erfolgt ein Clearing dieser Banken untereinander, wo dann eben nur der Gesamtsaldo des jeweiligen Tages ausgeglichen wird mit den sogenannten Einlagen der Banken bei der Zentralbank. Und wenn da einmal die Einlagen einer Geschäftsbank bei der Zentralbank ausgeglichen sind, dann muss sie die natürlich nachschießen. Ja? Dann hat sie da eine Nachschusspflicht. Nur muss man jetzt eines dazu sagen, und das ist vielleicht überhaupt das Allerwichtigste. Die Idee, dass man jetzt die Banken über die Nationalbanken der einzelnen Staaten in diese Target 2 Verrechnungskreise hineinnimmt, das ist schon eine sehr interessante Vorgangsweise, denn das führt in letzter Konsequenz dazu, also das nennt sich Trans-European Real-Time Gross Settlement Express Transfer, das ist ein sehr langer englischer Ausdruck, aber das führt in Wirklichkeit dazu, dass die Nationalstaaten über diese Bankenebene gegeneinander ausgespielt werden. Man erzeugt in Wirklichkeit die Illusion, die rechnerische Illusion, dass es hier reichere und ärmere Staaten gäbe,
Denn das ist ja so überhaupt nicht nachvollziehbar. Der Reichtum einer Bevölkerung liegt ja im Potenzial der Bevölkerung, ja, in der Kooperationsmöglichkeit, ja, natürlich auch in den Rohstoffen, in den Ressourcen, die zur Verfügung stehen. Und das ist ja, im, würde ich sagen, zu über 90% überhaupt noch nicht bewertet und erfasst. Ja. Überhaupt dort, wo es um das menschliche Potenzial geht. Da haben wir auch Gott sei Dank noch keine Bewertungsvorstellungen. Denn hätten wir dort schon Zahlenswerte montiert, hätten wir die dort schon implementiert, dann würden sie auch schon der Ausbeutung unterliegen. Das ist jetzt der entscheidende Punkt. Dann wären sie schon in den Bankbilanzen, dann wären wir alle schon bilanziert, ja, und dann wären wir auch alle schon verpfändet und versklavt. Das wäre ja über unsere Geburtsurkunden sowieso sehen auf einer anderen Ebene. Nicht? Das ist ja die nächste Geschichte. Aber im Kern ist es ein Spiel. Das ganze Bankenverrechnungsspiel im Rechnungskreis der Nationalbanken ist ein Spielchen, wo die Banken gegeneinander erst ausgespielt werden und dann über die staatlichen Nationalbanken auch die Staaten. Auf der einen Seite werden jetzt die Eigentümer der Geschäftsbanken gegeneinander ausgespielt und auf der höheren Ebene dann die Politiker der Nationalstaaten gegeneinander ausgespielt. Ja? So wie ganz unten auch die einfachen Handwerker oder Unternehmer und die Kunden in einem Geschäft über die Preise gegeneinander ausgespielt werden. Ja? Das ist dieses Steuerungsmechanismus. Auf jeder Ebene hat er ein bisschen eine etwas andere Ausprägung. Aber auf der Ebene der Banken im Verrechnungskreis bei der Nationalbank und auch der Nationalbanken untereinander in den Target-2-Rechnungskreisen ist es schon sehr abstrakt und unterliegt daher, und das muss man so sagen, der reinen Bewertungswillkür. Die Zahlen, die dort eingebucht werden, die sind realwirtschaftlich in keiner Weise mehr nachvollziehbar, ja, sind weitestgehend willkürlich und haben ausschließlich politische Motivation und sind ökonomisch nicht zu rechtfertigen. Wenn ich das richtig verstanden habe, mit dem Target 2, einmal der Ausgleich zwischen den Banken zum Tagesende, das geht dann über die nationale Notenbank. Richtig, das geht über den Staates. Ja, über die Bank. Und die EZB kommt dann nur ins Spiel, wenn es grenzüberschreitend, aber innerhalb der Eurozone ist. Das ist richtig. Aber jetzt ist ja die Frage, warum macht man das überhaupt über die staatliche Ebene? Warum verrechnet man nicht die Geschäftsbanken sofort über die EZB? Beispielsweise. Ne? Was haben da die nationalen Notenbanken überhaupt noch für eine Berechtigung? Ich kann es Ihnen sagen. Ausschließlich dafür, damit man die Nationalstaaten ja, noch gegeneinander, insbesondere auch über Nationalismus und über solche Hassgebilde gegeneinander ausspielen kann. Das ist der einzige Grund, warum wir das so noch haben. Ja? Wir könnten das auch streichen und könnten sämtliche Geschäftsbanken sofort bei der EZB einklinken und dort verrechnen, den ganzen nationalen Notenbanken einfach wegkürzen aus diesen Kreisläufen. Ja, dann wäre das einfacher und man könnte kein Staat mehr einen anderen Staat erpressen. Es wäre so einfach. Dann hätten wir auch nicht mehr die Verzinsung von Target 2 Seiten, wo dann eine nationale Notenbank einen höheren Gewinn macht, vielleicht die Deutsche Bundesbank, die hat ja ziemlich im Plus die Target Seiten, während andere Staaten, unter anderem Griechenland, aber ich meine vor allem Spanien und Italien im Minus sind. Ja, ganz genau. Das ist ein reines Erpressungsspiel, denn diese Gelder sind ja in Wirklichkeit in dieser Form nicht real. Die liegen ja auf virtuellen Konten, das Geld arbeitet ja nicht. Ja? Da etwas erschafft, sondern da wird ja wirklich nur Geld verdient dafür, dass die Zeit vergeht. Ne? Und das sind je nach Zinssätzen, und wir wissen ja, wie die zustande kommen, da hat es ja schon Prozesse wegen Manipulation, Euribor, Libor und anderer Zinssätze zur Genüge gegeben, wo Banken sehr hoch verurteilt wurden. Da sieht man ja in Wirklichkeit, dass das wirklich nur Mechanismen sind zur Bereicherung einzelner weniger und auch zur gegenseitigen Erpressung. Und das brauchen wir nicht. Aber die nationalstaatliche Idee wird hier eben negativ verwendet als Werkzeug zur Erpressung von Bevölkerungsgruppen, die eben in bestimmten Regionen wohnen. Ja, jetzt habe ich, denke ich, doch ein etwas genaueres Bild bekommen, was Zentralbankgeld ist, auch wie es sich vom Bargeld und von Giralgeld unterscheidet. Ja. Ja, ja. Es ist also auf der einen Seite das sind die Scheine, die geliefert werden, ja, die Banknoten, und dann sind es die Mittel, die Guthaben, die den Geschäftsbanken im Zentralbankrechnungskreis zur Verfügung gestellt werden. Das sind diese zwei Ausprägungen, ja. Aber wie es entsteht, ja, immer nur durch Aneignung von Assets, die teilweise selbst wieder virtuell sind, weil insbesondere Devisen.
was sollen die Wiesen sein? Ja, wenn das fremde Währungen sind, dann sind sie wieder an Geschäftsbanken in der Kreditvergabe entstanden und dürften ja in Wirklichkeit auf der Ebene eines Zentralbankrechnungskreises in Wirklichkeit gar keine Rolle mehr spielen. Ja? Denn das kommt aus einem niederen Bestandteil des Systems. Oder Immobilien, die mit einem bestimmten Marktpreis bewertet sind, da handelt sich die Zentralbank natürlich wieder die Preisblasen ein. Nicht? Ist auch ganz klar. Ja, also es gibt hier keine reellen oder wirtschaftlich, wissenschaftlich und wirtschaftlich haltbaren Grundlagen für eine Bewertung. Nicht? Wenn ich auf der anderen Seite etwas, was ich selber durch eine Buchung erzeugt habe, zur Verfügung stelle, dann ist es ganz klar, dass ich den Wert des Assets, den ich empfange, als Grundlage dafür brauche, um mein eigenes Geld zu schöpfen. Ja, das ist immer der Punkt. Und daran sieht man auch so schön, dass Geld immer nur ein Verteilungs- und nie ein Produktionsmittel war. Denn Geld entsteht ja immer nur in einem Schöpfungsprozess, bei dem ein anderer, schon vorhandener realwirtschaftlicher Asset bewertet wird. Denn das ist die Grundlage dafür, dass egal welche Bank, auch eine Zentralbank, überhaupt Geld schöpfen kann. Die Bewertung, der Wert von etwas anderem, das bereits da ist und bewertbar ist. Und daher ist das Geld immer nur ein Verteilungsmittel und war noch nie in der Geschichte der Menschheit ein Produktionsmittel. Ja, vielen Dank für den Überblick, was Zentralbankgeld ist, wie es gebucht und eingesetzt wird. Leider Gottes noch gebucht wird, ja, und wofür es noch missbraucht wird. Aber wir geben uns heftig Mühe, vor allem auch mit OSPI, mit der Open Bank Source Economy, dieser deutschen Genossenschaft, jetzt einen großen Schritt in eine andere Form des Geldsystems und des gemeinsamen Wirtschaftens zu tun. Und danke für die Möglichkeit, hier ein bisschen was darüber erzählen zu dürfen. Schönen Sonntag noch und hoffentlich wird es nicht zu heiß bei euch.